Moin Mädels! Moin Jungs! Ja, ich bin's wieder, euer Kato de Kalle Kuschinski. Und das ist eine neue Folge Bus Simulator, aber auch ein neuer Bus Simulator. Aber eigentlich ein alter Bus Simulator. Hier dippen wir nur mal kurz rein. Wir spielen unseren Spielstand ja natürlich auch weiter im 18er. Aber heute dachte ich mir, schauen wir mal in die frühere Version rein. Bus Simulator 16. Müssen wir erstmal die Firma gründen. Hallo, Ultras EMB. Ha, Leute möglich? Ja, aber ist für uns ja eh kein Thema, ne? Das Telefon schellt und ich bin im Keller. Vielleicht nur verwählt, doch ich bin schneller. Ich bin der Telefonmann. Ich gehe ins Telefon ran. Draußen steht jemand. Yeah. Tutorial. Wir sind ja eigentlich schon ein sehr, sehr renommierter Busfahrer. Wir haben schon Bus-Simulator 18 gespielt, Fernbus-Simulator, OMSI 2. Ich wüsste nicht, was uns hier jetzt noch schockieren könnte. Herzlich willkommen in Sunny Springs. Ein funktionierendes öffentliches Nahverkehrssystem ist das Herz einer Stadt. Wie dieser und es wird der Zufall... Was? Wie dieser und wie ist der... Ey, ich war noch nicht fertig mit Lenkrad! Ich kann mich umsehen mit dem Lenkrad. Nee. Hammer. Aber rein optisch ist das so ein großer Unterschied zum Bus-Sim 80? Hey, ich bin Ben. Wir haben miteinander telefoniert. Schön, dich endlich zu treffen. Du bist ziemlich pünktlich, ja. Mag das. Ben. Ich freue mich, dass du dich entschlossen hast, die Firma zu kaufen. Ja. Ich bin wirklich reif für den Ruhestand. Okay, Ben. Jetzt kann ich bald mehr Zeit mit meiner alten Dame verbringen. Ja, ob du... Da sind wir. Was für ein Prachtexemplar. Sieh ihn dir näher an, bevor ich dir die Schlüssel überreiche. Vielleicht öffnest du die Tür, damit wir einsteigen können. Also ganz als erstes Mal, Ben. Du kannst mich auch mal ruhig zu Wort kommen lassen. Zweitens, ist mir das eigentlich piepsegal, ob du mit deiner alten später nochmal über die Matratze... Drittens, denkst du, ich weiß nicht, wie so ein Kackbus aufgeht oder was? Ich sah schon in mehr Bussen, als du Unterhosen in deinem Leben getragen hast. So. Setz dich doch. Ja. Kümmer dich nicht um mich. Das Baby gehört jetzt ganz dir. Jo, Ben. Hallo? Was ist mit dir? Ben! Ben! Ben. Okay. Den Schlüssel dreimal nach rechts, um zu starten. Man muss den wirklich dreimal machen. Schön. Mensch, das Geräusch wird mir ziemlich fehlen. Bevor wir losfahren, schalte dein Licht ein. Sehen und gesehen werden. Erste Fahrt im Bus im AS16, Alter. Und rollen. Wenn du denkst, dass du für eine echte Fahrt bereit bist, begib dich zum Ausgang. Hey! Ich kann nur auf der Tastatur hupen. Hier, meine Hupe funktioniert nicht. Ich kann nur hier. Ey, lass dich doch mal rein! Zeit, unsere ersten Passagiere aufzusammeln. Ja. Ich habe eine Route für dich vorbereitet. Wir nähern uns der ersten Haltestelle. Versuche, möglichst nah am Gehsteig und genau in der Mitte der Haltestelle zu parken. Meine Fresse. Passagiere mögen das besonders. Ja. Oh, und vergiss nicht, den rechten Blinker zu setzen. Großartig. Betätige jetzt die Haltestellenbremse. Senke den Bus ab und öffne die Türen. Wieso fahren wir rückwärts? Achte auf den Verkehr! Senke den Bus immer ab, bevor du die Türen öffnest. Die Passagiere werden es dir danken. Die kaufen gar nicht richtig ein. Geh mal auf die andere Seite. Transformation! So. Will ich auch noch rein, oder was? Ah! Willkommen. Willkommen. Nun zum Weiterfahren. Es ist der gleiche Prozess. Wollt ihr rein? Halt doch mal die Schnauze, Ben! Ich werde dir einen Tipp geben. Oh. Pendler lieben Fahrer, die immer pünktlich sind. Ja. Also versuche, jede Haltestelle pünktlich zu erreichen. Kann ich die Fahrkarten kontrollieren? Die reden alle, ne? Hallo. Aber die reden nicht mit mir. Die Bremse an meinen Fußpedalen ist automatisch der Rückwärtsgang, glaube ich. Du musst schneller bei der Bushalte sein, ne? Da oben ist ein Timer. Ich kann nur nicht schneller fahren. Hallo! Kleiner echt Tipp. Blausig. Senke den Bus immer ab, bevor du die Türen öffnest. Aus jetzt. Und wie sind die hinten reingekommen? Vor allem, ich kann jetzt hier überall die Türen aufmachen. Guck mal, ich kann mich hier hinten hinsetzen. Bumm. Bumm. Fahre nie, wenn der Bus abgesenkt ist. Ach, halt doch die Schnauze! Du machst einen sehr netten Eindruck. In diesem Geschäft müsste es mehr Leute wie dich und mich geben. Es kann sich wirklich auszahlen. Einmal war ich mit dem Bus auf einer Tour durch die Stadt unterwegs. Es war eine Frühschicht und ich hatte ein paar Kinder dabei, die zur Schule wollten. Auf einmal wurde ich ohnmächtig. Ich wusste nicht, was los war, aber ich hatte ziemliches Glück, dass ich an dem Tag diese Kinder dabei hatte. Sie haben schnell reagiert. Einer Alter von Ben. Ihnen hat einfach das Lenkrad übernommen, die Zündung ausgeschaltet und den Bus gesteuert, bis er ausgerollt war. Ein anderes Kind hat bemerkt, dass ich nicht mehr atmete. Es hat sofort einen Rettungswagen gerufen und versucht, mich wiederzubeleben. Es war überall in den Nachrichten. Wenn diese Kinder nicht Alter! Gewesen wären,
Nächster Halt, Kongress. Ich hoffe, dass du in Rente direkt eine Treppe runterkullerst, Alter. Mein Gott, ey, wie kann ein Mensch so viel labern? Hallo, moin. Also das Gute an dieser City ist, die Leute labern mich nicht voll, ne? Oh, oh. Anscheinend klemmt die Tür. Das passiert manchmal. Keine Sorge, bei so einem alten Bus ist es normal. Du musst aufstehen und zur Tür gehen. Die Leute labern mich nicht voll, ne? Wie geht das? Wie kriege ich das Ding zu? Oh, Notfallhebel? Was? Da oben. Wir lassen jetzt alle Türen auf. Ich bin hier das erste und letzte Mal in deiner City. Scheiß drauf, Digga. Oh, hoppla. Ah! Gott sei Dank bin ich gut versichert. Mach ich den Warnblinker aus? Weiß ich, wie der Warnblinker ausgeht? Ah, da, ja. Bing! Tür ist noch auf. Ja, mein Gott. Ey, das dauert mir alles zu lange. Die Tür schließt nicht. Ja, Dein Maul auch, ne? Oh, ah! Sei vorsichtig. Gott sei Dank bin ich gut versichert. Ach so. Oh, hoppla. Sei vorsichtig. Gott sei Dank bin ich gut versichert. Ja, ja, ja. Die Tür schließt nicht. Ja, die Tür schließt nicht. Das ist ja komisch. Mein Herr, es ist gefährlich, mit offener Tür zu fahren. Ja, dann steig aus. Die Tür schließt nicht. Senke den Bus immer ab, bevor du die Türen öffnest. Die Passagiere werden es dir danken. Kein Wunder. Guten Morgen. Eine Fahrkarte? Einen Moment bitte. Jemand braucht eine Fahrkarte. Du musst den Fahrkartendrucker und die Registrierkasse bedienen. Ich brauche nur eine Fahrkarte. Ihr beruhigt euch alle beide mal. Ben, bereite du dich lieber auf heute Abend vor, wenn du zu Ingrid gehst und die Tischdecke, Bettdecke da, ne? Also, weißt ja. So, und du? Achte auf das passende Wechselgeld. Der ist doch gefälscht. Das ist doch kein Fünfer. Hör auf, da rumzuwedeln. Den halten wir erstmal unter UV. Das Ding ist gefälscht. Das sehe ich doch von hier. Wenn du noch einmal so rumwackelst, gibt's hier 5-Cent-Stücke. Ich sag's, wie es ist. So. So. Super. Dank. Du bist ein Naturtalent. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Manchmal muss man sein Maul halten, wenn man nichts kapiert. Alles, was ich will, ist, dass eure Katze heute krepiert. Alter, geiles Foto von mir. Wieso hält der denn an? Es ist gefährlich, mit offener Tür zu fahren. Hör doch auf, Alter. So, wir fahren mal hier lang. Wirklich? Du bist gerade über eine rote Ampel gefahren. Du hättest einen Unfall verursachen können. Du bist hier der Unfall. Das, was mich ja interessiert, gibt es hier auch das alte Sägewerk, ne? Mein Gott, wie lange dauert das? Guck mal, wenn ich da oben drehe, bewegt sich mein Bild. Da. Achso, ich kann fahren. Ja, bin falsch abgebogen. Meine Fresse. Aber wo muss ich denn hin? Wo ist denn die Baklava-Straße? Oh, jetzt ist hier wieder rot. Nee, nicht mit mir. Scheiße. Da. Das. Hey. Du bist gerade über eine rote Ampel gefahren. Du hättest einen Unfall verursachen können. Also erstmal. Junge, hör doch auf zu, Ben! Achte auf den Verkehr! Halt die Fresse jetzt! Wo muss ich denn hin? Wo ist die Baklava-Straße? Noch eine rote Ampel. Nee. Nächster Halt, Backhaus. Oh, hey, hey, nein, tu das nicht. Bei Rot musst du anhalten. Du solltest mal die Luft anhalten. Und zwar ziemlich lange. Wir sind schon 4 Minuten 20 Sekunden zu spät, Alter. 420. Wo ist das jetzt? Halt dein Maul, Ben. Danke. Baccarastraße. Yo! Angelina, willst du rein oder nicht? Da braucht noch jemand eine Fahrkarte. Ich hätte gerne eine normale Wochenfahrkarte. Ich bitte. Hätte gerne, dass du dein Maul hältst. Danke, mein Lieber. Oh, Angelina, war jetzt alles gar nicht so gemeint. Wollen wir uns... Ich wäre noch da, zu haben. Also, weißt du, wie ich meine? Eine nette, die Angie. Nee. Mach die Augen zu, Ben. Weißt du, für mich ist das Beste an diesem Job... Oh, nein, tu das nicht. Bei Rot musst du anhalten. Entschuldigung, die Tür ist offen. Nein, ist sie nicht! Nächster Halt. Welche Tür ist offen? Ist die Tür auf? Oh ja, die war offen. Warum? Auf hier den Bums. Hallo. Mit den Leuten nicht sprechen, ne? Was, wofür steht KW? Wofür steht KW? Kalle Wuschinski? Versuche ja Easter Eggs zu finden. Aber hier ist nichts mit Winter der Leidenschaft. Ich habe auch noch keine Katze. Das ist so nice. Das Game ist so bad. Und Ben geht mir richtig auf den Sticker. Dies ist die Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Wir wünschen einen schönen Tag und bedanken uns für die Mitfahrt. Ja, Ben, und jetzt?
So, jetzt muss ich noch zum Dings fahren, oder? Was ist das hier für ein Schild? C, B, Q, J? Was soll das alles sein? NSP? Was mit Pferden, Alter? Zoo? Revel? Lass uns zum Busbahnhof fahren und die Tour beenden. Achte auf den Verkehr! Ja. Du hast jemanden angefahren. Glück gehabt. Alter! Die Person scheint unverletzt. Du musst vorsichtiger sein. So etwas kann schlimm enden. Da sind wir. Parke einfach da drüben. Achte auf den Verkehr! Halt die Stadtsee! Gut gemacht. So, hier drüben ist das Büro. Das ist jetzt dein Büro. Okay. Hey, hier ist Ben. Ich rufe an, weil ich dachte, meine Erfahrung könnte für dich und deine neue Firma äußerst hilfreich sein. Also, legen wir los. Im Moment braucht die Stadt dringend mehr öffentliche Transportmittel. So viele Leute und so wenige Busse. Der Bürgermeister unterstützt neue Firmen, nicht mit Ben, die mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten wollen. Erfülle ganz einfach die Anforderungen auf dieser Liste und sie werden dir einen neuen Bus für die Firma bereitstellen.